Hallo Leute, heute habe ich einen richtig herrlichen Glitch für alle, die noch Serpentin freischalten wollen. Und zwar ein bisschen langweilig, deswegen wollten wir übers Wochenende Serpentin holen und dabei haben wir gelernt, wie wir Damaskusmarken klonen können. Danke an Cooper, die auf die glorreiche Idee kam. Wenn ihr noch ein, zwei Tage warten könnt, kommt ein Livestream, wo wir nochmal Serpentin holen wollen, komplett legit, also wir machen alle Schritte und so, weil wir haben da quasi durch Leid einen idiotensicheren Weg rausgefunden, oder ich bringe ein Video dazu, wie ihr das am einfachsten bekommt. Bis dahin zeige ich euch schon mal, wie ihr die Damaskusmarken klonen könnt. Also, ihr müsst zu dritt dafür sein und einer muss eine Damaskusmarke haben, also eine 10er Exfil-Streak. Wenn ihr die nicht habt, dann müsst ihr halt 10-mal exfiltrieren, bis einer von euch eine 10er Exfil-Streak hat und eine Damaskusmarke. Also, in dem Beispiel hier hat Misanthrop die Damaskusmarke. Wir müssen uns jetzt auf einem Server treffen. Ich und Misanthrop sind in einem Team und Boiling Coffee ist alleine rein. Falls ihr nicht wisst, wie man sich auf dem Server trifft, erkläre ich das kurz. Ihr wartet hier in dem Spielersuche-Bildschirm, dann zählt ihr einen Countdown von 3, 2, 1 und los und dann drückt ihr gleichzeitig auf Spielersuche. Sobald dann der Countdown hier läuft, müsst ihr den vergleichen. Wenn ihr denselben Countdown habt, dann seid ihr eigentlich immer auf demselben Server. Ansonsten brecht ab und sucht einfach nochmal neu. Also, wenn ihr euch jetzt irgendwo getroffen habt, dann muss der Damaskus will, natürlich den töten, der Damaskus hat. Also hier in dem Beispiel hat jetzt Boiling Coffee Misanthrop einfach getötet und seine Damaskus geschnappt. Jetzt muss Misanthrop erstmal tot am Boden liegen bleiben. Ich habe jetzt Boiling Coffee zum Exfil gebracht, dass der erstmal rausgeht. Also der Spieler, wo der die Damaskusmarke hat, muss auf jeden Fall exfiltrieren. Ich habe dann gewartet, bis Boiling Coffee exfiltriert hat und das Spiel auf jeden Fall verlassen hat. So, jetzt konnte ich runtergehen und Misanthrop wieder beleben. Aber er hat jetzt seine Damaskusmarke noch nicht, wenn ich ihn wiederbelebt habe. Damit er jetzt seine 10er Exfil-Serie behält und die Damaskus-Marke wiederbekommt, müssen wir jetzt noch erfolgreich exfiltrieren. Also, Boiling Coffee hat jetzt die Damaskus-Marke im Rucksack und Misanthrop bekommt seine wieder, indem wir erfolgreich exfiltriert sind. So, und jetzt haben wir das Ganze einfach nochmal gemacht und ich habe mir Damaskus geschnappt. Aber wie gesagt, ganz wichtig ist, ihr müsst warten, bis der, wo die Damaskusmarke hat, exfiltriert hat und das Spiel verlassen hat. Und erst dann könnt ihr den anderen wiederbeleben und die zwei müssen exfiltrieren. Also wir haben dann auch gleich noch ein paar Damaskusmarken auf den zweiten Account abgeladen, dass wir ein Backup haben. Also macht es, solange es geht, Leute. Wie gesagt, also wenn alles klappt, dann wollen wir die Tage einen Livestream machen, wo wir dann nochmal Serpentin holen und euch alle Schritte zeigen. Und ja, wenn nicht, kommt auf jeden Fall ein Video dazu, wie ihr safe Serpentin holen könnt, ohne jemand die Handcreme zu klauen. Alles klar, Leute, wenn es euch geholfen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Haut rein. Peace.